Herzlich willkommen zur FC Bayern Matchday Show vor dem Topspiel am heutigen Samstag gegen Bayer Leverkusen. Wir haben Punkte liegen lassen, was man in den letzten Jahren von uns nicht gewohnt ist. Und wir müssen wieder unser wahres Gesicht zeigen. Der, den ich jetzt bei mir begrüßen darf, Alfons Schubeck, der Mann, der sich darum kümmert, dass hier beim FC Bayern keiner vom Fleisch fällt. Schön, dass du heute da sein kannst. Vielen Dank. Ich koche seit 30 Jahren für den FC Bayern. Seit 7 Jahren betreuen wir die Mannschaft Frühstück, Mittag, Abendessen. Machen auch alle Bundesligaspiele, Champions League sowieso. Also wir sind rund um die Uhr nah an den Spielern dran. Wir haben einen Ernährungsexperten auch dabei, den hat Ancelotti mitgebracht. Mit dem arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Der sucht jetzt theoretisch aus, was er gerne möchte. Wir setzen das dann praktisch um und machen aus dem Produkt einfach, naja, das zur Jahreszeit auch gut passt, das Richtige draus. Es hört sich an, als würden die 10-mal am Tag essen. Wie oft muss man eine Mahlzeit zu sich nehmen als Leistungssportler? Ganz normal, die frühstücken, dann ist Training, nach dem Training ist dann Essen. Und es ist ja so, da wir sehr viel oder verschiedene Nationen haben, nimmt sich eigentlich jeder, der eine nimmt sich eine Soße, der andere nimmt sich ein bisschen Olivenöl, der eine nimmt gar keine Soße, dann machen wir aus Joghurt so leichte Soßen. Früher war das ja alles anders, früher haben wir Mayonnaise und Pommes frites und Steaks gemacht, das ist heute ein bisschen vorbei. Du hast viele Spieler kommen und gehen gesehen, welche hatte denn die außergewöhnlichsten kulinarischen Vorlieben? Ich komme eigentlich mit jedem super aus. Der Einzige, der immer so ein bisschen einen Fischwunsch gehabt hat, das war der Lisa Rassou. Mhm. Der wollte immer eine Seezunge haben. Ja? Und dann haben wir geschaut, dass wir die Seezunge besorgen können. Schau mal, da sehen wir dich mit Philipp Lahm und Dante. Wie haben die sich so geschlagen damals? Super. Also das Faszinierende ist, dass die Spieler jetzt wirklich großen Wert auf Ernährung legen und auch, wie wird es zubereitet. Weihnachtszeit ist Kalorienbombenzeit. Überall lauert die Gefahr. Dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Gell? Und das bisschen, das Programm, das schwitzen die locker wieder runter. Und warum nicht diese Lebensfreude, warum sie auf alles verzichten müssen? Natürlich, ich finde, zu einer ausgewogenen Ernährung gehört ein Glas Bier, ein Glas Wein, da gehört auch mal eine Leberkasse mit, die gehört auch dazu, da gehört auch mal ein Schweinsbraten dazu. Man kann nicht nur an einer Gelbe rumnackeln. Wo wir gerade vom Fest der Liebe geredet haben, würde ich ganz gerne zu meinem Kollegen Max Zielke übergeben. Ich habe mich mal als Weihnachtsmann versucht. Tag 27. Oh, das bringt uns in eine Situation, wo wir einen Unentschieden haben. Die, ja. 25 sagen. Du wolltest 28 sagen? Ja. Okay, wir haben 27 überhört, damit hast du gewonnen. Und dein Preis, pass auf, diese wunderschöne Mütze. Vielen Dank. Unsere Spieler, die posten natürlich auch, was das Zeug hält. Und Douglas Costa, der hat das Jugendwort des Jahres, Fly sein, mal so richtig wörtlich genommen und ist mit seiner Liebsten abgehoben, wo auch immer es hinging. Über 70.000 Bayern-Fans sind heute in der Allianz Arena und die ist natürlich wie immer ausverkauft. Wenn ihr noch eine kleine Chance euch bewahren wollt, vielleicht doch mal ein paar Restkarten hier ranzukommen, dann habe ich jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Uns hat Danny Schwarz mal erzählt, wie das damals so war, als die Aufsteiger die Meisterschaft entschieden haben. Nachher sind auch noch, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, sind auch noch Fans vom Olympiastadion, glaube ich so 200-300, sind dann gepilgert zu uns ins Hachinger Stadion und sind dann auf der Rasen gekommen und haben dann eine Laola gemacht. Also das war schon ganz nett an dem Tag. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.